Wir freuen uns auf die Europameisterschaft der Schwulen und Lesben, weil das natürlich für uns ganz bedeutsam ist, dass Hamburg eine offene, eine tolerante, eine internationale Stadt ist, und ein solches Fußballturnier unterstreicht das natürlich. Werden Sie selbst auch mal bei den Spielen vorbeischauen? Sind Sie selbst Fußballfan? Ich bin großer Fußballfan und habe deshalb auch mit großer Freude heute hier die Aufgabe wahrgenommen. Und ich werde mal sehen, ob ich das zeitlich einrichten kann. Ich drücke jedenfalls allen Teams die Daumen. Und jetzt kann ich ja tatsächlich mal sagen, möge der Bessere gewinnen. Normalerweise ergreift man ja immer Partei für eine Seite. Hier ist das einfach wahnsinnig spannend, weil ich viele der Teams gar nicht kenne. Freue mich, dass es Männer- und Frauenmannschaften sind, die dabei sind. Und hoffe, dass es ein wunderbares, ein buntes und ein sehr ereignisreiches Turnier wird. Wie groß ist denn das Problem Homophobie im Fußballstadion noch? Hat sich da schon viel getan oder was gibt es da noch zu tun? The game is changing ist das Motto der schwul-lesbischen Europameisterschaft und ich finde, das trifft es ganz gut. Es ist ein bisschen was passiert in den letzten Jahren. Strukturen haben sich geöffnet, Debatten sind angestoßen worden, aber natürlich ist das Thema Homophobie eins, das ich im Stadion selbst persönlich noch erlebe, nicht in jeder Fankurve. Es wird auch durch Fanprojekte eine ganze Menge getan, aber wer jetzt sagen würde, das Problem sei im Griff, der versteht, glaube ich, nicht, was sich manchmal in Stadien immer noch abspielt. Also ich begrüße sehr, was von Vereinsseite und von Fanseite passiert. Aber wir müssen natürlich dahin kommen, dass Spielerinnen und Spieler angstfrei sind, dass sie sich entscheiden, ob sie sich outen, wenn sie sich outen wollen. Und am Ende zählt, was auf dem Platz passiert. Es ist völlig egal, wer wen, wann, wie liebt. Wichtig ist, dass man seinen Sport mit Freude und mit Leidenschaft und Teamgeist ausüben kann. Und da haben wir noch einiges zu tun. Vielen Dank.